mal noch mit dem Eindrehen, weil es so viel Spaß macht auf diesem Stuhl. Herzlich willkommen zu Zelda Let's Play mit mir, Daniel Sullivan. Und ich habe keine Drogen genommen, tatsächlich. Ich bin so. Ha! Willkommen in meiner Welt, in meiner Zelda-Welt. Wir sind im zweiten Dungeon. Und das Spiel, um das es geht, ist Zelda Breath of the Wild. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Egal, lass uns reingehen direkt. Ihr kennt das Spiel, Leute. So, wir sind im Dungeon. Und wir haben gerade tatsächlich unseren ersten Kontrollsiegel. Sind wir am Aufmachen. Weiter so, Bruder. Um euch einen ganz kleinen Mini-Recap zu geben. Ich hatte nämlich neulich auch gefragt, und das ist tatsächlich auch erwünscht von einigen Zuschauern, deswegen mache ich das ganz schnell, ganz kurz und briefly. Wir sind im zweiten Dungeon, befinden wir uns, und zwar im Varudania-Dungeon. Quasi der Goronentempel für die Oldschool-Zelda-Spieler, dann weiß man, was gemeint ist. Und wir haben jetzt, wir müssen die Kontrollsiegel, seht ihr unten rechts, da sind jetzt noch 4 Stück in der Karte. Die müssen wir einfach alle irgendwie lösen und dann kommen wir zum Endboss. Wir haben gerade einen gelöst. Und da steigt ihr jetzt mit ein, sozusagen. Okay. Beziehungsweise da schauen wir jetzt weiter. Schauen wir mal, wo ist denn der nächste Siegel? Das nächste Siegel, meine ich. So, hier habe ich gerade mal Bock drauf. Das ist Stahl. Oh, ich lande da drauf und es ist Stahl. Da denke ich mir doch. Vielleicht kann ich... Magnet? Nee, kann ich nicht machen. Oh, Mucke. Hören wir zum ersten Mal die Mucke hier. So, hier oben war hier auch noch nicht. Schauen wir mal, was ist das? Oh, ist auch ein Kontrollbogen. Das ist auch ein ist auch eins, oder was? Ja, chillig. Ach, nee, okay, das ist der... okay, das ist der... Oh, dann weiß ich jetzt schon, dann wird der Endboss-Kampf hier auf diesem Dach stattfinden. Ey, das wird schon schwierig, ey. Egal, wir schaffen das. Okay, so viele Möglichkeiten. Da will ich mal hin. So. Das war ganz gut. Noch ein Ritterbogen, ja. Haben wir jetzt langsam auch genug, Leute. Gibt uns mal geileres Loot. Da raus war ich auch noch nicht, ne? Da gehen wir auch mal hin jetzt. Vorher mal kurz checken, ob ich hier noch irgendwas. Okay. Okay, hier kann man klettern. Nice. Gibt's hier sonst noch was? Da ist der Schwanz. Jetzt sind wir hier? Waren wir hier schon? Okay, ich muss mich mal jetzt mehr an der Karte orientieren. Oh, hier können wir das Ding jetzt mal anzünden. Geht das mit, nur mit dem blauen Rauch? Nur mit dem blauen Feuer, frage ich mich gerade. Oder geht das auch? Nee. Aber ist der Pfeil, ich will den Pfeil wieder. Oh, kommst du denn her? Oh, ich habe keine Waffe, warte mal. Aber der muss doch irgendwo her. Die kommen doch immer nur aus diesem komischen... Gelöt. Wo ist das? Schauen wir mal hier weiter. Kurz. Okay. Gut. Ich würde fast dazu tendieren, den mal wieder zu neigen, den Kollegen. Was ist das da? Da will ich hin. Der Kollege wird gleich geneigt wieder. Nein! Oh. Da ist eins! Ah, guck mal! Jetzt erkenne ich das erst. Das ist eins von den Kontrollpunkten. Das heißt, ich muss irgendwo mich hier hinstellen, sodass ich... Ja, ich kann den doch neigen und dann hinparasegeln. Das probieren wir mal. Okay. Das heißt... Ja. Nice. Okay. Knapp, aber nice. Okay, wir haben das zweite. Nice, okay. Kontrollpunkt Nummer 2 aktiviert. Red mit mir, Bruder. Es sind noch 3 Kontrollsiegel übrig. Halt dich ran. Mach ich.
Okay, wo ist noch eins? Jetzt sind wir wieder eine ganz andere Perspektive wieder. Hier waren wir auch noch nicht drin, glaube ich, mit der Neigung. Schaue ich mich also auch mal um. Hier ist ein Hammer, den brauche ich nicht. Vielleicht kann ich... Die Kugel muss ich auf jeden Fall auch noch... Das, ja, die Kugel, da habe ich... Ja, auf die... Das, auf die habe ich Bock gerade. Das Kugelrätsel. Die muss ja hier irgendwie runterrollen später. Okay, hier ist wieder irgendwo gelötet. Habt ihr es gehört? Da war, ist wieder so ein Viech. Irgendwo. Aber wo ist die Kugel? Kugel ist... Da. Okay. Ich brauche blaues Feuer, Leute. Ich brauche blaues Feuer. Und muss hier hin und das aufmachen. Es sei denn, kann ich die durch... Nee, ich dachte, vielleicht kann ich die so da durchmanövrieren. Da ist auch wieder so ein blaues Ding, das habe ich ja schon... Ah, das sind einfach die aktivierten Kontrollpunkte, ne? Ja. Wo kriege ich blaues Feuer her in der Nähe? Da zum Beispiel. Frage ist, komme ich dann auch wieder zurück damit? Könnte klappen, ne? Aber sobald man halt das Parasegel benutzt, ist es auch schon vorbei. Hm. Das klappt so nicht. Ich muss nochmal neigen. Nee, war das so? Okay, wir holen uns mal hier. Ja. Und dann gehen wir nochmal da hoch und neigen nochmal, oder was? Nee. Ich habe ja gar keine normalen Pfeile mehr. Scheiße. Dann Fackel eben. Wenn ich es jetzt neige... Probieren wir es mal. Da kommen wir auch nicht weiter. Doch, ich kann doch jetzt hier so hochlaufen. Nein! Ah, ich habe das Loch nicht gesehen. Aber jetzt bin ich hier drin gefangen, oder was? Nee, er muss jetzt erstmal wieder... Shit! Ich habe das Loch nicht gesehen. So, also nochmal. Ich kann das aber eh auch anders... Vielleicht kann man noch weiter gehen hier. Nee, das ist der Anfang vom Dings, da will ich jetzt nicht hin. Okay, So, neig dich! Da will ich hin, aber da kann ich nicht parallel segeln. Ich muss irgendwie anders hüpfen, vorsichtiger hüpfen. So, bitte Fackel, geh nicht aus. Nein, du gehst nicht aus, nice. So. Und ich will hier hoch. Und wenn mich nicht alles täuscht, kann ich jetzt hier rechts um die Ecke gehen? Was mich auch ein bisschen wundert, ist, normalerweise ist das Feuer mehr in der Nähe von irgendwelchen Schaltern, womit man es triggern kann, aber... Wir probieren es mal. Jetzt nochmal neigen einfach, ne? Ja. Okay, pass auf. Ups. Warum hab ich es jetzt geneigt eigentlich? Ja, bringt mir auch nichts. Oh, scheiße, da ist ein Viech.
Scheiße, ich will aber die Flamme nicht loswerden. Nein. Geh weg. Dammit! Wie komme ich da raus? Es ist schwierig, es ist ein bisschen schwierig. Das war auf jeden Fall die falsche Richtung da jetzt gerade, ne, wo ich hingegangen bin. Hier hat's auch nichts gebracht so richtig. Ich mache ja das gleiche, was ich schon mal gemacht habe vorher, ne? Das hat auch nichts gebracht. Vielleicht kann ich da so lang hüpfen? Nee. Kann ich da hin hüpfen? Alter. Ja, na klar. Zerre das Parasegel an, dann ist natürlich das Feuer weg. Ich will das hier hinbringen irgendwie. Und das anzünden hier. Mit blauem Feuer. Vielleicht gehe ich mal rückwärts die Steps. Vielleicht kann ich mal gucken, wie ich von hier an eine blaue Fackel komme. Mal kurz gucken. Wie würde ich denn da laufen? So, ich würde das hier dann anzünden. Und ich muss ja irgendwo langkommen, wo ich nicht. Woher kommt das Viech eigentlich die ganze Zeit? Die Fackel bricht gleich, das wäre nicht gut. Oh, ehrlich. Stirb. Ich frage mich echt, woher das die ganze Zeit kommt. Wo ist denn hier noch gelötet, was ich noch nicht entfernt habe? Also, ich würde ja mit der Fackel kommen von vielleicht hier. Und dann würde ich hier so rumlaufen, während es sich dreht, sozusagen. Das heißt, hier muss ich mit der Fackel hinkommen. Und dann das Ding drehen und dann sozusagen hier laufen. Okay. Wir haben schon mal ein Ziel. Wir müssen hier hinkommen mit der Fackel. Dahin. Und das machen wir jetzt so, wie folgt. Ich habe eine Idee. Fackel ist bald kaputt. Das ist nicht so gut. Jetzt passt mal auf. Ich habe eine Idee. Ich neige jetzt wie ein Wahnsinniger. Hier hin. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Genau, kann ich hier so lang? Okay. Und jetzt komme ich ja hier nicht weiter, aber wenn ich jetzt nochmal neige, komme ich vielleicht wohin, wo ich hin will. Nee, ich komme. Das ist nicht ganz aufgegangen, wie ich's dachte. Scheiße. Jetzt kommt hier nochmal so ein Wichser. Grüß dich. Wo kann ich denn jetzt hier lang? Das geht nicht, ich muss weg hier. Scheiße! Freunde, ich bin ratlos. Das ist schwierig, ey. Ich geh mal erstmal jetzt nur zu den Kontrollpunkten auf der Karte und schau mal, was da so geht. Hier war ich zum Beispiel auch. Hab ich noch nicht versucht, das Feuer zu löschen hier.
müsste doch irgendwie gehen hier. Feuer löschen mit Eis geht's nicht. Habe ich schon mal versucht, ich weiß. Ich versuch's nochmal. Ich sag, wie es ist, Leute. Ich häng. Ich häng offiziell. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so früh... Oh, da sehe ich doch was. Okay, da sehe ich doch was. Hier kann man lauter Scheiße bewegen. Okay. Was ist denn das hier jetzt hier? Kann ich da irgendwas... Wieso kann ich das machen? Kann ich irgendwie... Jetzt habe ich die Fackel natürlich zerbrochen. Das war jetzt nicht so schlau. Wow. Alter. Alles klar, nice. Wir haben ein weiteres Kontrollsiegel. Ha! Völlig geduselt. Noch zwei Kontrollsiegel. Weil ich gerade vorhin mal sagen wollte, dass ich hänge. Aber ich hänge trotzdem immer noch. Das ist jetzt... Diese Kugel, das wird echt noch... Das wird schwierig, ey. Was kann man hier abbrennen? Ist es vielleicht aber eher so ein Hint? Ups. Nein. Ja, komm, wir hauen ihn raus, den letzten. Das ist, glaube ich, nur ein Hint, dass ich vielleicht in die Richtung soll oder so. Nee. Okay, ist eine Kiste, cool. Wie er dagegen tritt einfach. Antikes Zahnrad, nehmen wir. Gut. Das ist auf jeden Fall das mit dem... Gut, das wird unser Schwierigstes. Aber in die Richtung ist ja auch eins noch. Und zwar, da müssen wir jetzt irgendwie wissen, wie wir das Feuer löschen hier. Da braucht man natürlich Wasser. Normalerweise. Das ist wieder der Eingang, ne? Oh, was ist denn da hinten? Da ist auch noch eine Kiste. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Aber ich kann ja hier nicht so hoch, ne? Schauen wir mal. Vielleicht kann ich da wieder so von da irgendwo oben hin parasegeln. Ah ja, so geht das bestimmt. Dann gehe ich doch mal hier lang. Und drehe das gleich. Begebe mich quasi hier so. Also ich will auf die Spitze sozusagen hoch. Und das kann ich ja jetzt machen, indem ich... gehe, hier lang gehe, den spitzesten Punkt gehe, jetzt wieder nochmal neige, dann bin ich ja da ganz oben drauf, ne? Kann ich dann vielleicht parasegeln dahin? Das wird tricky jetzt ein bisschen. Nicht schlecht, oder? Finde ich, habe ich gut gemacht gerade. So, das müsste eigentlich reichen. Das reicht wahrscheinlich trotzdem nicht, weil ich nicht ganz hoch genug bin, aber ich finde, den Move fand ich jetzt nicht schlecht. Versuchen wir es. Lieber Jenkins, es reicht. Nice. Gut, dann haben wir nochmal eine Kiste. Wahrscheinlich ist da auch nichts Wichtiges drin. Ich brauche lieber Kontrollsiegel, wären wir lieber gerade. Pfeile. Ja, eine Schraube. Alles klar. Vielen Dank für diese antike Schraube. Kannst du dir sonst wohin schieben. Kommt man hier auch wieder weg. Okay. Ja. Gut. Zwei Kontrollsiegel noch, Freunde. Wird gerade klar, so schlecht sind wir gar nicht hier in der Zeit. Also was heißt, wir haben ja keinen Zeitdruck, aber ich habe nur noch zwei Siegel und habe schon, glaube die meisten Kisten eingesammelt. Unterhalb einer Stunde. Oder zwei. Unterhalb von zwei Stunden. Ah Gott, jetzt merke ich gerade, je länger ich rede, das ist eigentlich, dauert ewig. Hier war ich auch schon lange nicht mehr. Hier ist das Endboss-Ding.
muss immer noch, glaube ich, mit blauem. Blaues Zeug aufsammeln, blaue Flamme aufsammeln und dann. Muss mal kurz irgendwo mich mal hinstellen, wo ich, wenn ich jetzt drehe. Okay, da könnte ich laufen. Da kann man auch nicht hin. Na gut, turn it like it's hot. Nee, ich wollte es eigentlich auch. Reicht nicht, ne? Ich versuch's nochmal hier mit dem. Was musst du irgendwas. Musst du da irgendwas machen können? Naja, die Kugel halt durchlassen. Aber die Kugel, die muss man da reinfallen in dieses fucking Loch. Doch klar, dann geht die Kugel da rein und dann geht die Tür da auf. Aber wie kriege ich diese fucking Kugel zum Laufen? Irgendjemand einen Tipp für mich aus der Regie? Ja, das habe ich ja schon erörtert, dass ich die Fackel mit dem blauen Feuer anzünden muss. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Schwer. Das war ja das allererste, was ich gesagt habe, dass ich das anzünden muss mit der blauen Fackel. Man kann halt nicht springen, das Problem. Sobald du halt die Fackel aufnimmst, kannst du nur noch laufen. Du kannst dann nicht mehr Parasegel benutzen. Dann ist es aus. Und das ist die Schwierigkeit. Vielleicht mit der Fackel hier hingehen. Und dann neigt sich das. Und dann kann ich vielleicht auf dem Ding so mich. Ah, ich wäre jetzt gestorben, oder was? Okay, das war jetzt Verschwendung von meinem Hammer-Verschwendung, gerade von meinem Ding. Fackel habe ich übrigens auch nicht mehr. Ich habe keine Fackel mehr, Leute. Was war denn mein letzter Speicherpunkt? Okay, 20. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ich will kurz gucken, ob ich, ob mein, ja, ist noch da, Mifa-Dingens, also hier, Elefant-Gedöns ist noch da. Das will ich nicht verschwenden. So. Also komm, jetzt mal, jetzt, reiß dich mal zusammen, Donny, reiß dich mal zusammen, reiß dich am Riemen hier. Aha. Könnte sein, dass es im Schwanz der Echse auch noch eine blaue Feuerstelle gibt. Ist der Schwanz. Scheiße. Jetzt weiß ich wieder gar nicht mehr, wo ich bin. Nee, gibt's nicht. Das sehe ich doch, da ist nichts. Was ist denn hier? Wo bin ich denn überhaupt hier gelandet jetzt hier? Jetzt bin ich hier gerade ganz falsch, glaube ich. Das gefällt mir nicht. Ich muss so an. Ich hab's verbockt, ich muss wieder zurückdrehen. Keine Sorge, Leute. Jetzt gleich in ein paar Minuten machen wir Werbung, sowieso. Und dann werde ich eh mal mir einen Tipp holen. Also es wird jetzt nicht die 100 Jahre hier gehen. Weil so langsam verliere ich auch die Lust hier. Das sage ich euch ganz ehrlich. Weil es ist halt, ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja nicht mal einen Ansatz der Ahnung. So, da war ich ja schon drin, ne? Das ist jetzt, okay.
Also ich habe eine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie ich es bewerkstelligen muss. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die blaue Flamme hinbringen muss, außen zu diesem Ding, und die entzünden muss. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich keine Fackel mehr habe. Kann ich ja dieses Blatt noch nehmen. Und ja, aber es ist irgendwie alles so, es sind so viele Möglichkeiten, wie man es jetzt drehen kann, von allen möglichen Seiten, dass ich denke, ich muss jetzt hier ewig ausprobieren, bis ich das mal hingekriegt habe, wo ich genau sein muss und an welcher Stelle ich drehen muss, damit ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Und das werde ich einfach gleich nachgucken, weil da habe ich keinen Bock drauf, ewig zu probieren. Vielleicht muss ich auch nur hier rein. Nee, weil dann ist ja, was wird dann der Boden? Das wird der Boden dann, ne? Mal überlegen, so rumdenken. Das wird der Boden, das wird der Boden. Okay, weil wir machen es mal so. Kleinen Hoffnungsschimmer gerade. So. Hier in der Nähe ist doch... In der Nähe ist doch das Ding draußen, oder nicht? Wo geht denn die Treppe hoch? Ich habe gerade eine Idee. Pass mal auf. Was? Jetzt ist der Krogfächer erlöscht. Oh, willst du mich verarschen? Jetzt muss ich nach Kakariko fahren und eine fucking Fackel kaufen oder was? Scheiße. Ach, Leute, wir müssen Werbung machen. Mann, das sieht aber so sehr bierbauchig aus hier gerade. Leute, wir müssen Werbung machen. Ich häng. Ich mache kein Geheimnis draus. Ich hänge gerade extremst und deswegen werde ich in der Werbung jetzt einfach mal googeln und mir einen Tipp holen, wie ich da weiterkomme. Und dann geht's nach der Werbung weiter. Und dann sehen wir uns auch wieder. Bis gleich. Tschüss. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Bei Knaller durchgenommen, Zelda Breath of the Wild. Ich habe ganz kurz gegoogelt, mein Handy ist mein Freund. Ist das das Zeichen für mein Handy ist mein Freund? Weiß ja auch nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Und ich habe, wie ich es immer mache bei den Komplettlösungen, ich lese das so und merke schon, wenn ich bei einer Zeile merke, ah, okay, das ist ein Hint, das ist ein Hint, dann höre ich auf und ich habe einen gefunden und das wollen wir jetzt direkt mal ausprobieren. Und zwar habe ich gerade gesehen, dass, ich muss mal kurz in die Anfangsposition drehen, in dem Raum, wo das Feuer ist, das war ja das eigentlich erste, was ich gemacht habe in diesem Tempel, da hinten, da wo das Feuer brennt. Warum ist denn die Tür eigentlich jetzt wieder zu? Das ist komisch. Die Tür ist wieder zu, warum ist sie wieder zu? Na jedenfalls, in diesem Raum da drin ist wohl irgendwo Laub an der Decke und das kann ich schießen und da kommt eine Metallkiste wohl. Und dann habe ich aufgehört zu lesen. Ich denke mal, das kann man dann aufs Feuer legen. So, ich habe langsam aber auch keine Pfeile mehr. Ich habe ein bisschen das Gefühl, und ich glaube, das machen wir jetzt kurz, wir müssen kurz nach Kakariko oder nach zu den Goronen oder so uns eine Fackel erstens kaufen, weil ich habe nichts mehr aus Holz, was ich anzünden kann. Das ist schon mal wack. Und ah, warte mal, was passiert denn jetzt, wenn ich verlasse? Speichert er dann alles, was ich so, alle Kontrollsiegel? Oh, das war vielleicht jetzt ein Fehler, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Dungeon verlassen mittendrin. Oh, das wäre natürlich jetzt kacke. Ich wollte mir jetzt nur kurz in irgendeinem, mich irgendwo hin teleportieren, wo ich schnell Essen kaufen kann, zum Beispiel Fackel und natürlich Feuerpfeile, die brauche ich nämlich. Okay, okay, warte mal. Da ist der Dude. Kann ich mich überhaupt teleportieren? Na, eigentlich schon, oder? So, wir gehen mal ganz kurz. Wo weiß ich denn, wo es was gibt, was ich brauche? Na, Goronia eigentlich, ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich blöd, was ich mache, aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich muss nach Kakariko, um sowas zu holen. Vielleicht auch nicht. Aber ich weiß es nicht, Leute. Man muss es doch auch so schaffen können, oder? Wie komme ich denn jetzt wieder eigentlich zum... Ja, wahrscheinlich muss ich ihn ansprechen, ne? Der chillt. Ja, das muss auch so gehen. Das Spiel ist so gut gemacht. Das kann nicht sein, dass sie daran nicht denken. Ja, okay.
Warum habe ich das jetzt verlassen? Ah, ich muss da hinsegeln, ne? Habe ich ja vorhin auch gemacht. Gut, okay, pass auf. Also, Leute. Ja, kein Problem. Alles gut. Wir gehen kurz nach Coronia. Wir holen uns ganz kurz alles Mögliche an Items. Und, ja. Dann, geht's weiter. Aber jetzt mal, ich kann mich doch dahin wieder teleportieren, ne? Ja, okay. Alter, ich hatte kurz so Panik, da stand teleportieren. Ich hatte kurz Panik, dass ich mich da gar nicht hin teleportieren kann. Wo bin ich denn hier? Unten am. Ich musste ins Dorf, ne? Okay. Komm, jetzt machen wir jetzt ganz schnell. Machen wir jetzt mal geile Sachen. So, wo ist der Laden? Oh! Alter, jetzt ist es aber los mit. Jetzt die Konzentration gerade echt ein bisschen unten, sorry. Ich hatte keine Ausdauer mehr, oder was war da los? Wo ist denn meine Ausdauer überhaupt? Achso. Wie, wo ist denn meine Ausdauer? Das ist eine Frage. So. Da ist der Shop. Das ist übrigens auch was Interessantes. Da kann man sich bestimmt irgendwie wegschießen mit oder so. Erstmal kurz ausruhen, weil Herzen. Verkaufen. Oh geil, jetzt kann ich mal ganz kurz die Saphire verkaufen. Nee, lieber doch nicht. Warte mal, wo war ich? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich sage, die Saphire geben weniger als Diamanten. Diamant gibt 500, Saphire 260. Ja, aber auch nicht schlecht. Ja, nimm gleich alles. Tschüss. Gebonkt. So, na, dann schnell noch den Diamant verkaufen. Alles. So, und jetzt kaufe ich mir mal was. So. Mhm. Ach so, okay, der hat nur diese Sachen, die ich schon habe. Okay, und den Helm halt noch, ja, whatever. Wo waren denn Pfeile? Da, hier vielleicht? Ja, ich lasse mir erstmal wieder schön, ich lasse mich schön wieder durchkneten hier. Das war geil. Mit der Kronenmassage. Bis morgens, wie immer. So, dann haben wir schön volle Herzen auch. Das versuche ich mal zu überspringen irgendwie. Geht das? Oh. Ist gut. Was ist das denn jetzt? Oh, die Blutmondnacht schon wieder, wo ich immer noch nicht weiß, was es eigentlich ist. Das Blutmond ist erneut gekommen. Ja, die Gegner sind aggressiv, I know. Sei auf der Hut. So, das haben wir jetzt auch gemacht. So, das muss jetzt einfach kurz sein. Dann brauchen wir Pfeile. So, und eine Fackel. Fackel könnte ich hier nicht kaufen können. Aber hier Feuerpfeile. Sehr gut. Nur zum. Aber der hat so wenig, ey. 3 Pfeile ist halt echt nix. Das habe ich auch alles noch. Genug. 3 Pfeile, gefällt mir nicht. Und gibt's noch einen Laden? Wo könnte ich zum Beispiel. Kann ich jetzt hier kochen? Das frage ich mich. Aber ich kann immer Essen kaufen. Ja, das kaufe ich mir. Sind echt teuer, die Sachen hier, muss ich sagen. Ich frage mich jetzt, ob ich hier kochen kann. Wir haben schon oft das Ding gesagt, intuitives Spiel. Probier's einfach aus. In die Hand, ein bisschen Zucker. Süße Früchte mache ich mir jetzt.
Du kannst es hier nicht in die Hand nehmen, alles klar. So, wir brauchen noch ein Schwert. So, ist hier sonst noch was? Nee. Ich könnte aber... Nee. Okay, mit der Fackel wird ein Problem vielleicht. Ich habe nämlich jetzt wirklich nichts mehr aus Holz. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Problem sein wird, weil es kann ja nicht sein. So, deswegen Teleport, wieder back. Wir haben immer zumindest die Feuerpfeile, die haben wir gebraucht. Normale Pfeile hätten wir auch gebrauchen können, fällt mir gerade auf. Na gut, haben wir nicht. So. Ja, es ist die letzte Stunde der Session heute, Leute. Bin ein bisschen, eine Konzentration ist ein bisschen unten gerade. Heute waren es 4 Stunden, ne? Nee, 5 insgesamt, ja. Egal. Das soll euch nicht interessieren. Ich krieg das auch so hin. Bin noch ein bisschen verpeilter dann. Okay, wir müssen alles neu machen, das ist natürlich scheiße. Nee, okay, müssen wir nicht. So. Dieser mache ich die damit, weil die Pfeile, die brauche ich, Freunde. So. Jetzt geht das jetzt überhaupt mit den... Ich bräuchte halt... Kann ich denn den Eispfeil trotzdem auf das... ups. Den Eispfeil sozusagen, kann ich den mit dem blauen Feuer anlöten? Nee, ne? Hat es nicht passiert jetzt, ne? Das ist nämlich ein Problem, weil ich muss ja die Tür aufmachen. Das ist halt echt ein Problem jetzt, Leute. Ich brauche Pfeile. Ohne Pfeile komme ich hier nicht weiter jetzt. Wo kaufe ich denn Pfeile? In Kakariko oder was? Ja, was soll's. Es geht nicht anders, Leute. Es geht nicht. Es tut mir leid. Ich muss raus hier. Und Pfeile kaufen. Ordentlich. 40 Stück oder so am besten. Und was soll's denn? Das brauche ich auch. So ist es nun mal. Es sei denn, Dustin, du möchtest gerne eingreifen und mir jetzt sagen, ich mache gerade was ganz Blödes, aber ich brauche doch, ich brauche Pfeile, ne? Ja gut, alles klar, ich weiß auch nicht, was er dagegen sagen würde. So, wir müssen kurz verlassen. Ich hätte meinem Instinkt folgen sollen, Leute. Ich hätte meinem Urinstinkt folgen sollen, nach Kakariko zu gehen, da wollte ich ursprünglich hin. Weil ob ich mich jetzt dahin teleportiere oder zum Goronendorf, teleportieren geht gleich schnell. Und ich weiß ja, was ich an Kakariko habe, da gibt es Pfeile. Und da gibt es auch was Hölzernes. Da hätte ich gleich hin sollen. Ich hätte gleich auf mich hören sollen. Auf mein Bauchgefühl. Egal. Let's do this. Kakariko, bitch. Let's go to Kakariko. Dorf der Zoras. Oh, da gab es auch geile Sachen. Egal, geh nach Kakariko. Wenn du beim Reiten mit Feinden kämpfst, ist es hilfreich, sie mit Hilfe von ZL als Ziel zu fassen. Oh gut, ich muss mich unbedingt daran erinnern, nochmal zu diesem Stall zu gehen, Leute. Da ist, da kriege ich ein Pferd. Was wollt ihr nochmal, dass ich da hinbringe? Ah, nee, ich muss ein Pferd wieder besteigen irgendwo. Ja, Pferd besteigen ist richtig. Und täscheln, täscheln, täscheln. Reit, reit, reit. Und dann abgeben bei diesem Stall am Berg. Weil dann kann ich es benennen und dann ist es mein. Alles klar, okay. Das sind auch immer diese Momente in Zelda, das war auch früher auch schon immer so, wo es dann sich ein bisschen anfühlt wie Arbeit. Ich glaube, da werden sich jetzt auch andere wiedererkennen. Das ist so, nochmal irgendwo hin teleportieren, zurück, die richtigen Sachen holen, dann nochmal zurück zum Dungeon. Das gehört halt auch dazu. Ist halt ein bisschen nervig. Aber so ist es jetzt halt. Und ich muss ordentlich kochen gleich. Ich glaube, das wird die Folge auf jeden Fall jetzt noch voll machen. Ich glaube, wir kommen erst nächste Folge wieder zum...
So, nee, hier gibt's nichts. Hier ist schlafen will ich nicht. Wo ist der Laden? Da ist der Laden. Erstmal kochen, schnell. So, wir haben einiges zu kochen, Leute. Topfdeckel. Was kann man damit machen? Kann man den drauflegen? Oder als Schild benutzen nur? Egal. So, wir brauchen ordentliches Zeug. Wir brauchen erstmal einen schönen Fisch. Nee, nicht essen. Wir brauchen einen schönen Fisch. Dann machen wir ein bisschen Salz dabei. Und wir legen ein bisschen Reis dazu. Schön japanisch. Fisch mit Reis, ne? Was kann man überspringen? Fischreisbällchen, die finde ich gut. So, die machen wir nochmal, nur mit etwas, mit einem Buff. Und jetzt tun wir da was dazu, irgendwas. Erwärmt den Körper? Ne, brauchen wir nicht. Wir können mal das Geronengewürz ausprobieren. Das haben wir noch nicht gemacht. Da bin ich jetzt gespannt. Alter, da bin ich gespannt, Alter. Was kommt da jetzt raus? Oh. Fischreisbällchen auch. Was? Wo ist mein Geronengewürz? Hat ja gar nichts gebracht. Nochmal, rein da. Zack, weiter geht's. Wir machen uns jetzt auch nochmal irgendwie... Hier, was mit Zucker? Wollte ich doch ausprobieren. Was mit Zucker? Schön geile süße Früchte, oder was? Ist richtig Tim Raue-Style hier jetzt gerade. Ich werde experimentell. Bisschen Wildbeere, bisschen Rohrzucker. Ha? Bisschen Salz noch rein. Salz und Süß finde ich immer eine geile Kombi, ehrlich gesagt. Und eigentlich brauchen wir jetzt noch ein bisschen Fleisch. Jetzt ein schönes Steak dazu wäre geil. Habe ich nicht. Ja, ein Pilzchen. Ja, wollen wir ein Pilzchen dazu legen? Ja, warum nicht? Kein Pilzchen zu legen. Ja, das ist kein Problem. Ja. Oho, scharfe Schmorpilze. Ist gegen Kälte gut. Gut, das bringt mir nichts. Ich brauche... Was brauche ich denn überhaupt? Was will ich denn? Ich will... Was für Buffs brauche ich denn am meisten? Ausdauer. Ich hätte gerne mehr Ausdauer-Buffs. Oder was war nochmal so ein richtig geiler Buff? Eins war so Maxi-Gesundheit. Das hat mir so 5 extra Herzen gegeben. Das fand ich geil. So, wenn man sie zu Medizin verwendet, wird der Effekt entsprechend übertragen. Ihre Schuppen sind feuerfest. Okay, das bringt mir nichts. Wir müssen nochmal eine Medizin machen. Ja, also Medizinzutat. Okay, in die Hand. Feder. Erhöht die Abwehr. Mhm. Wo habe ich denn hier was? Was? Da ist was für Ausdauer. Okay. Was muss ich nochmal verbinden mit Monsterzutaten? Ich bin gerade verrafft. Ich koche mir das jetzt ein. Das eine wird nix. Das wird gar nichts. Ja, das war gerade völlig dumm. Aber na, weil so dumm ist, das kostet ja nichts. Aber ich habe gerade einfach wirklich kurz vergessen, was ich eigentlich kochen wollte. Wir machen noch eine Sache. Und zwar hier mit dem, der ist geil. Ihr robuster Körper verleiht Gerichten eine kräftige Konsistenz und lässt die Ausdauer auffüllen. Das kombiniere ich jetzt einfach mit bisschen Salz. Ein bisschen Reis erstmal dabei. Und noch. Ich brauche mehr Rüben. Maxi-Rüben waren immer geil. Ja, noch 2 Äpfel rein oder was? Ja, bisschen so eine fruchtige Apfelnote noch rein. Ja, für die Connoisseure da draußen. Ausdauerfischreisbällchen. Die sind geil. Die will ich nochmal kochen. Die koche ich jetzt genauso nochmal. Brauche ich da überhaupt Salz? Ich glaube, ich brauche das Salz gar nicht. Reis in die Hand. Ausdauerkrabbe. 2 Äpfel. Und jetzt können wir mal gucken, ob das Salz überhaupt was gebracht hat. Learning by doing, bitches. Das Salz hat gar nichts gebracht. Learning by doing, bitches. Ich lerne dazu. Ich habe das Salz verschwendet. Das brauche ich gar nicht. Okay, wir haben jetzt ein paar gute Sachen, die wir gebrauchen können im Dungeon, später gegen eventuelle Endbosse, die da eventuell kommen könnten. Wir haben super viel Brandschutzmedizin, was uns gar nichts bringt, was uns aber hier die ganzen Plätze voll macht. Nee, wir haben ja hier unendlich für solche Sachen Proviant. Gut. Alles klar.
Ich brauche Holz. Und ich brauche Pfeile. Was ist denn hier Geiles? Hier war ich ja noch gar nicht drin. Was gibt's? Hier gibt es ja geile Sachen. Ja, gib mir mal ein paar. Guck mal, 3 Eier hier. Ja. Ah, das ist ja cool, Alter. Hier gibt's voll die geilen Sachen. Hier war ich ja noch gar nicht drin. Gib mir mal 5 Karotten, na klar. Natürlich. 80 Rubine, na klar, gebongt. Gib mir noch ein Bockblin-Herz. Nee, habe ich genug selber, brauche ich nicht. Obwohl, habe ich da genug selber? Kostet 80. Das ist 80 Tacken, ey. Ob, da habe ich 7 Stück. Ciao, brauche ich nicht. So, Ziegenbutter, das ist doch geil. Alles kaufen. Ja. Butter habe ich auch noch nicht. Ich habe noch nichts mit Fett gekocht. So, was kann man hier sonst noch machen? Hm. Leute, es ist klar, wir kochen was mit Butter jetzt. Richtig schön geil. Wie heißt der nochmal? Horst Richter? Nee, Horst Lichter. Immer schön Butter dabei. Ich brauche mal Butter dabei. Immer. Eine cremige Torte mit Butter. Ja, ich kann den nicht nachmachen, fällt mir gerade auf. Okay, wir machen mal schön eine geile Sportkarotte. Einfach so abfüllen. Nee, wir machen erstmal schön Butter in die Pfanne. Schön ein dickes Stück Butter in die Pfanne. Und dann machen wir hier mal schönes Ei dabei. Ja, schönes kleines Ei dabei. Und ein Fisch. Ich meine, ich will halt Fleisch machen, aber ich habe keinen. Ich muss echt mal wieder jagen gehen oder so. Oder überhaupt mal jagen. Und dann noch ein bisschen Salz dabei. Weißt du, so schön, muss schon alles zusammenpassen, es muss schon schmackhaft sein. Ich bin ja ein alter Koch. Pass auf, es kommt was Geiles. Ein guter alter Schmorfisch mit 4 Herzen. Völliger Quatsch. Scheiße. Das Butter hat gar nichts gebracht. Das war eine Verschwendung von Ressourcen. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal saufen. Ich brauche Medizin. Medizin habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich. Was war das nochmal? Immer eine. Also zum Beispiel ein Federbeißerflügel und dann jetzt eine Monsterzutat, oder? Genau. Zusammen mit Insekten ergibt sie Medizin. Oder halt jetzt ein Bockblinherz. Machen wir mal damit dabei. Das müsste doch jetzt klappen, oder? Eine Monsterzutat plus. Gut. Okay, versprochen, letztes Kochen jetzt. Fisch, in die Hand. Au, nee, warte. Zurück. Nee, ich will's ablegen und wieder aufnehmen. Warte, ich hab grad die Idee. Ich muss diesen fucking Frosch nehmen. In die Hand, zusammen mit Monsterzutaten. Das ist jetzt was Sinn macht. Die ist geil, Alter. Die Fitnessmedizin. 7 Herzen und Ausdauer. Die mache ich gleich nochmal. Alter, die ist geil. Die Kröte plus dieser Fett. Das machen wir gleich nochmal mit der anderen Kröte. Ja, ich habe zwar gesagt, wir machen es das letzte Mal, aber jetzt habe ich es endlich raus. Wenn dieses Geräusch kommt, dann ist es geiler. So, wir haben noch eine Kröte. Wir machen die Kröte diesmal und mit einem Herz zusammen und gucken mal, was dabei rauskommt. Geil, ey, Sportmedizin, auch richtig nice. Okay, also mehr Kröten fangen muss ich. In die Hand, noch mit einem Herz und wir versuchen noch einmal ein Risiko zu machen mit irgendwas noch dazu. Soll ich noch ein. Ey. Das Goron-Gewürz muss doch für irgendwas gut sein. Spurto-Mediziner sein. Schon wieder. Okay, gut. Gut, das war's. Also, jetzt schnell. Wo gibt's die Pfeile? Nicht hier, sondern hier, ne? Ja. Hier gibt's richtig viele. So, dann nehmen wir alles. Alle. Ja, 200 Rubine, mir scheißegal. Ich nehme alles, was ich kriegen kann gerade. Die nehmen wir auch noch mit. Ja klar, alle. Rügenwalder.
Ich gönn mir jetzt richtig. So, und das sind jetzt richtig viele Feuerpfeile. Alle. Ich muss in eine fucking Dungeon. Oho. Das ist wieder die, die den ganze Zeit einen Orgasmus kriegt. Oho. So, geil. Wir haben also die Pfeile haben wir jetzt genug. Ja, nee, tschüss. Oh, die soll dir zeigen, wie ich mit dem Bogen umgehen kann. Oh, gibt es vielleicht eine Belohnung? Dabei. Ist es ein Spiel oder so? Du musst einfach nur die Laternen bei der Statue der Göttin anzünden. Ah, dabei. Die Statue der Göttin, die ist doch hier, wo ich immer die Dinger eintausche. Wo sind die Laternen? Wo sind hier Laternen? Da. Easy peasy, baby. Das machen wir schnell, die Sidequest. Ups. So, und jetzt wieder zurück zu ihr, oder? Ups. Oh, ha, das war jetzt gerade auszusehen. Sorry. Gut. Jetzt gib mir was Geiles, aber. Wie hast du das denn gesehen, wenn du da drin sitzt? Da ist richtig was drauf. Die hat Streit mit ihrem Ehemann. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie diese Gefühle nochmal spüren würde. Hui, das fühlt sich sehr heiß hier. Alter, die ist richtig horny. Ich bin dir dankbar, dass ich dir das nicht ansehen soll. Hier für dich. Ach, einen roten Rubin dafür, für den Stress oder was? 20 fucking Rubine wert. Ciao. Ja, jetzt hat sie was mit Hühnern gesagt. Ja, der kann ich auch noch die Hühner-Scheiße machen. Na gut, da bin ich jetzt enttäuscht. Nee, muss ich jetzt neue kaufen? Ich habe jetzt ja 5 Pfeile verschwendet mit der. Oder 4. Gut. Wir bauen schnell was aus Holz, Leute. Und am besten ein paar Sachen. Damit wir, wenn die eine kaputt geht, wir noch eine andere haben. Wo gibt's denn hier sowas Fackelmäßiges? Wo gibt's denn hier einen Laden, wo ich Waffen kaufen? Der war doch hier um die Ecke, ne? Oder war das nur Klamotten? Nee, das sind Klamotten, aber da kann ich vielleicht auch schon wieder was Geiles kaufen. Hier war ich schon lange nicht mehr. Was sind hier so die, was sind hier so die Preise? Hylia-Gewand habe ich schon. Was ist das? Ninja-Anzug. 700. Könnte ich mir eigentlich schon leisten, ne? Aber da müsste ich jetzt erst was verkaufen. Das machen wir später. So, wo ist denn hier noch ein Laden? Das war's, ne? Ich brauche Holz, Baby. Irgendwas aus Holz, Baby. Irgendwas. Kann ich mir was fällen? Nee. Was passiert denn da jetzt? Ja, ich brauche einfach eine Fackel oder sowas. Ja, das finde ich schon noch. Was denn hier? Kann ich hier Karotten einfach klauen? Toluda! Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Oh, zieh mich jetzt nicht in die Sidequest hier. Wir haben noch 10 Sekunden. Genau, da bin ich. Du weißt, du wärst dieser Ritter? Die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du doch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus der Spurtkarotte. Er aß fast ausschließlich die Spurtkarotten, um seinen Körper zu stillen. Und er trank mit Vorliebe Spurtkarottentee. Das hast du mir zumindest, das hat mir zumindest mein Großvater erzählt. Also hör auf mit den Witzen und iss fleißig Spurtkarotten, damit du so stark großer Ritter wirst. Okay, danke dafür. Gut. Leute, ja, Karotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besten Hälfte kaufen. Wenn du stark werden willst, komm. Wenn du stark werden willst wie der große Ritter, dann komm abends zu mir. Okay, guter Hint. Auf solche Sachen habe ich jetzt aber gerade keine Zeit für und keine Lust gerade drauf. Das machen wir alles später. So, Leute, sorry, ich musste wieder zurück aus dem Tempel. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen Zeit verplempert in Kakariko. Was heißt verplempert? Hat mir auch Spaß gemacht. Egal. Nächste Folge sehen wir uns dann wieder. Und ja, schaltet auch wieder ein, wenn das heißt, keiner durchgenommen, Zelda Breath of the Wild mit mir, Donny, und auf
und Rocket Beans. Und ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Bleibt geil. Tschüss.